Wäre es allein nach ihm gegangen, die Entscheidung wäre längst gefallen. FIFA-Präsident Sepp Blatter möchte die WM 2022 in den Winter verlegen und wollte das am liebsten hier und jetzt festlegen. Die Vertagung, sie ist auch ein Affront gegen den scheinbar übermächtigen Präsidenten. Zu groß war der erste Widerstand von Vereinen, Ligen und Sponsoren. Wir können ohne Rücksprache mit unseren Partnern keine Entscheidung fällen. Das ist unmöglich. Eine Neuvergabe der WM stünde aber nicht zur Diskussion. Daran ändere auch das andere Thema nichts, das derzeit die Schlagzeilen über Katar beherrscht. Unwürdige Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen. Dem britischen Guardian zufolge sollen dort allein in diesem Sommer mehr als 40 nepalesische Gastarbeiter zu Tode gekommen sein. Die FIFA zeigte sich geschockt, Verantwortung will man aber nicht übernehmen. Was Arbeitsbedingungen in allen Ländern der Welt anbelangt, ist ganz sicher nicht eine Aufgabe oder eine Kontrollarbeit der FIFA. Das können wir nicht übernehmen. Blatter hat dennoch angekündigt, bald nach Katar zu reisen, um sich einen eigenen Eindruck zu machen, mit einem Höflichkeitsbesuch beim Emir.